Hallo, herzlich willkommen bei Dunwood Altbahn. Mein Name ist Melanie Schmidt und ich zeige Ihnen unser wunderschönes Musterhaus in Elsendorf. Unser Haus hat gesamt 188 Quadratmeter, ist auf 2 Vollgeschosse ausgebaut und wir sind jetzt hier in der Diele und gleich hier befindet sich das Gäste-WC. Die Größe des Gäste-WCs sind 5 Quadratmeter. Wir haben im Standard immer ein WC und ein Waschbecken enthalten. Optional ist es möglich, je nachdem wie es der Grundriss hergibt, eben eine zusätzliche Duschkabine mit einzubauen. Die ist raumhoch gefliest, ansonsten haben wir 1,20 Meter umlaufend. Auch mit direktem Zugang von der Diele aus kommen wir hier in diesen Raum. Der hat 14,5 Quadratmeter, kann gerne als Homeoffice-Büro, Gästezimmer oder je nachdem was gewünscht ist, genutzt werden. Geradeaus durch die Diele kommen wir nun in unseren großzügig geschnittenen, offenen Wohn-Ess-Küchenbereich. Wir haben in unserem Wohnzimmer Echtholzparkett verlegt. Unserem besonderen Highlight dient der integrierte Kamin. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam mal die Küche an. So, nun sind wir in der Küche und hier gibt es ganz leckeren Kaffee. Den können Sie gern probieren, wenn Sie das nächste Mal bei uns sind. Hier haben wir den direkten Zugang zur Terrasse. Da geht es auch rüber ins Bemusterungszentrum. Und gegenüberliegend befindet sich der Technikraum und den schauen wir uns jetzt genauer an. Unser Musterhaus wird mit einer modernen Erdwärmepumpe beheizt. Hinter mir sehen wir den Zederschrank und hier vorne haben wir die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. So, unten haben wir alles gesehen. Jetzt geht es nach oben ins Obergeschoss, in den ersten Raum, eins unserer Büros. Kann gerne als Kinderzimmer oder Gästezimmer genutzt werden. Als nächstes gelangen wir vom Flur direkt zu unserer Galerie mit dem Luftraum. Hier haben wir einen großzügigen Blick auf unseren Essbereich. Hinter mir kann ein zusätzliches Kinderzimmer oder Gästezimmer entstehen, da sind alle Wünsche offen. Über unseren Flur erreichen wir ebenso unser elegant gestaltetes Schlafzimmer mit einem Vorwandelement und einer abgehängten Decke. Vom Schlafzimmer aus gelangen wir direkt über die Ankleide ins Bad. So, nun im Badezimmer angelangt. Der Raum hat 16 Quadratmeter mit einem sogenannten T-Stück, wo einmal das WC verschwindet und wir eine offene, bodengleiche Dusche haben. Nun sind wir am Ende unseres kleinen Rundgangs angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns gleich bei unserem Beratungsgespräch. Ich freue mich. Bis gleich!